Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drackensack. Ja, wir sind am Ende der letzten Folge in den alten Brauereikeller aufgebrochen, um ja in erster Linie Dranor rauszuholen. Dafür müssen wir uns ein paar Stockwerke runterkämpfen. Durch Wolfsratten. Sehr viele Wolfsratten, die auch immer stärker werden. Ja, und man sieht... Hi, Wolfsratten. Na klar. Gute Entscheidung. Vor allem Wolfsratten, die wir wieder zerlegen können. Oh, ich sollte dafür auch das Kirschnermesser benutzen. So. Fässer, die wir verwenden können, stehen hier auch noch rum. Helles Pferdocker natürlich ist da drin. Ist ja noch der Brauereikeller. Mit sehr viel hellem Pferdocker. Da sind dann aber auch ein paar Silberlinge. Folgt mir, Zerik. Zerik. Astros. So. Gut, Lederbänder. So, noch mehr Wolfsratten. Wundert mich, dass sie nicht alle auf einmal aggro werden. Ich mach das schon. So. Ich versuche mein Bestes. Gute Entscheidung. So einzelne Wolfsratten können wir auch zu zweit zerlegen. Erlegen, zerlegen, tot machen, wie auch immer. Ja, ist halt ein Stück weit, bis wir Dranor erreicht haben. Dranor ist in der Richtung auf jeden Fall. Phorax. Okay, hier geht es nach Tief unter Ferdok. Da wollte ich erstmal noch nicht gehen.
Ja, zurück in den alten Brauereikeller. Ja, Eingang ist hier, da waren wir schon. Ich muss eigentlich erstmal hier lang und Tranor rausholen. Tag. Wie geht's so? Hier in der Zelle sitzt niemand. Psst. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Ach was, das war bestimmt nur eine Ratte. Diese verdammten Viecher sind wirklich eine Plage. Und ich dachte schon, da wäre einer. Okay, wir sollten schleichen. Hier unten passiert doch wirklich gar nichts. Das kannst du aber laut sagen. Eine tristere Schicht hätten wir wohl kaum erwischen können. Mag sein. Wenigstens müssen wir uns nicht mit Banditen und anderem Gesocks rumschlagen. Hey, sehe ich auch so. In Fuhrmannsheim muss ich nicht unbedingt Dienst schieben. So gesehen haben wir es doch gut. Keine Halunken, keine Monster, alles friedlich. Wenn bloß diese modrige Luft nicht wäre. Ah, die schlechte Luft stört mich nicht so. Ein wenig Sonne wäre nicht schlecht. Oder ein paar Würfel, zwei Stühle und ein Tisch. Sowas brauchen wir hier. Das kannst du ja mal bei der Wachhauptfrau vortragen. Psst, hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Ach was, das war bestimmt nur eine Ratte. Diese verdammten Viecher sind wirklich eine Plage. Und ich dachte schon, da wäre einer. So. Sind wir vorbeigekommen und halt, Rano. Die Gittertür ist allerdings verschlossen. Da müssen wir Gladys sie öffnen lassen. Folgt mir. Was in den Niederhöllen macht ihr hier? Euch retten? Wie schaut ihr denn aus? Retten mich? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich Dranor mich nicht aus eigener Kraft befreien könnte. Und dieses stinkende Leinenhemd haben die Wachen mir verpasst. Aus eigener Kraft befreien? Schaut euch mal um. Ihr seid eingesperrt tief unter der Erde, umgeben von massiven Felswänden und robusten Stahlgittern. Ihr seht nur, was euch eure ungeübten Augen sehen lassen. Für euch bin ich ein Gefangener in einer ausweglosen Lage. Doch tatsächlich bin ich ein freier Mann, der hingehen kann, wohin es ihm beliebt. Tatsächlich, und wie wollt ihr das anstellen? Allein das Schloss an eurer Zentür dürfte euch arge Probleme bereiten. Hey, wie könnt ihr mich derart beleidigen? Ich bin ein Meister des Fachs, da schaut her. Ihr habt das Schloss geknackt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Weshalb seid ihr dann immer noch hier? Ganz einfach, es geht ums Prinzip. Ums Prinzip, ich fürchte, ich verstehe noch immer nicht. Ich bin unschuldig. So, unschuldig. Irgendwie kommt euch dieses Wort merkwürdig oft über die Lippen. Ihr müsst mir glauben, ich habe euch doch vor den Stadttoren noch von der Verwechslung erzählt. Es ging um den Diebstahl eines seltenen zwergischen Zeitmessers. Man lastet mir diese Tat an, obwohl ich es nicht gewesen bin. Ich sitze zu Unrecht in diesem Kerker. Und was ist mit dieser einfach mal eben über die Mauernklettergeschichte? Meint ihr, das war eurer Sache dienlich? Ob dienlich oder nicht, ich bleibe hier, bis meine Unschuld bewiesen ist. Schließlich bin ich ein Mann von Ehre. Dranor, das kann nicht euer Ernst sein. Habt ihr eine Ahnung, was ich durchmachen musste, um bis hierher zu gelangen? Es ist mir ernst. Kein Fuß setzt sich vor diese Zellentür. In einer Woche habe ich eine Anhörung. Dann wird sich dieses tragische Missverständnis erklären und mein Doppelgänger wird in dieser Zelle hocken, während ich unbehelligt durch die Straßen Ferdox flanieren werde. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr eine weitere Woche hier unten aushaltet? Überlegt es euch gut. Nochmal werde ich nicht hier herunterkommen, um euch rauszuholen.
Ha, wenn es weiter nichts ist, auch wenn es hier furchtbar stinkt, die feuchten Wände über und über mit Schimmel bedeckt sind und die Mahlzeiten nicht mal die Hunde fressen würden, werde ich standhaft bleiben. Ich werde... Benno, ihr habt ja recht. Ich halte es keinen Tag mehr aus diesem Verlies. Ihr müsst meine Unschuld beweisen. Bitte sucht den Händler auf, der mir die Tat zur Last legt. Ja. Sein Name ist Wolfgang Hapel. Er hat einige Stände auf dem kleinen Platz hinter dem Pereintempel in Grafenstadt. Findet ihn bitte so schnell wie möglich. Und geht der Sache mit dem Diebstahl auf den Grund. Mhm. Okay. Das heißt, Salinas Bitte und die Rattenplage. In den Kellergewölben der Brauerei herrscht eine wahre Rattenplage. Sie scheint ihren Ursprung im Pferdocker Untergrund zu haben, aber bisher ist noch niemand hinabgestiegen, um sich diesem Ungeziefer zu stellen. Finde den Ursprung der Rattenplage. Ich muss tief hinab in den Pferdocker Untergrund, um den Ursprung dieser Rattenplage zu finden. Ja. Erlange Zutritt zur Brauerei. Der Wirt hat mir tatsächlich Zutritt zu seinem Keller gewährt. Das Angebot, dort die Rattenfilz zu vertreiben, hat ihn offenbar überzeugt. Befreie Donner aus dem Verlies. Ist es zu fassen, dieser sture Bock will einfach nicht mitkommen. Und dann muss ich mir auch noch so ein Gefase von Ehre anhören. Und das aus dem Mund eines Diebes. Aber gut, ich werde versuchen, ihm eine ehrenhafte Flucht zu ermöglichen. Salina zuliebe. Händler Wolfgang Hapel. Ich kann Dranos Unschuld nur beweisen, wenn ich diesen Händler ausfindig mache, der seine Stände nahe dem Perrein-Tempel am großen Platz aufgestellt hat. Angeblich soll Drano ihm einen zwergischen Chronographen gestohlen haben. Wir werden sehen, was daran ist. Ich werde diesen Händler mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Mhm. Psst. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Ach was. Das war bestimmt nur eine Ratte. Diese verdammten Viecher sind wirklich eine Plage. Und ich dachte schon, da wäre einer. Denkste, hier unten passiert doch wirklich gar nichts. Das kannst du aber laut sagen. Eine tristere Schicht hätten wir wohl kaum erwischen können. Mag sein. Wenigstens müssen wir uns nicht mit Banditen und anderem Gesocks rumschlagen. Hehe, sehe ich auch so. In Fuhrmannsheim muss ich nicht unbedingt Dienst schieben. So gesehen haben wir es doch gut. Keine Halunken, keine Monster, alles friedlich. Wenn bloß diese modrige Luft nicht wäre. Ah, die schlechte Luft stört mich nicht so. Ein wenig Sonne wäre nicht schlecht. Oder ein paar Würfel. Ja. Wir können froh sein, dass die da draußen stehen und sich beschweren und nicht hier drin patrouillieren. Hat wahrscheinlich auch keiner vor bei den modrigen Verließen. Gut, das heißt, wir können jetzt den Weg nach weiter runternehmen. Weil es wäre auffällig, wenn wir jetzt schon umdrehen würden, nachdem wir mit Rano geredet haben. Wenn, da sollten wir schon die Ratten noch ein bisschen dezimieren. So, wir sind tief unter Ferdok. Wer auch immer hier Kerzen aufgestellt hat. So, und hier werden die Gegner dann etwas stärker auch. Ich mach das schon. Sollten aber weiterhin kein Problem sein, sind ja keine Amöben. Sind jetzt nur graue Wolfsratten. Candidus. Gute Entscheidung. Die bringen leider scheinbar
außer mir selber keine Erfahrungspunkte, weil ich der Einzige bin, der noch eine niedrigere Stufe hat. Also alle haben Stufe 5, ich habe als Einziger noch Stufe 4. Ja, aber auch nicht mehr lange. Da stürzt einfach der Gang ein. Oh, leichter Wundbrand. Ja, stimmt. Das kann hier jetzt passieren.